Hallo zusammen und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Let's Play Wizard 101. Und direkt macht meine Stimme einen Abgang. Das ist ja wirklich super. Alter, Hilfe. So, jetzt geht's wieder. Ja, wir haben in der letzten Folge diesen übelst schwierigen Dungeon hier zum Glück noch geschafft. Und können jetzt hier weitermachen mit der Story. Ich denke mal, so langsam wird es hier auch wieder von den Hero-Ebenen weggehen. Ja, war sehr schön und ich bin gespannt, was danach kommt, weil, wie gesagt, auf der Karte ist ja nichts mehr eingezeichnet. Also wird sich jetzt zeigen, wie es weitergeht. Vielleicht ein bisschen Backtracking oder so, keine Ahnung. Bevor wir aber jetzt mit Quark reden, will ich kurz in den Kronladen gucken, denn ich habe was Cooles gesehen im Launcher. Und zwar soll es hier ein neues Haustier geben. Ah ja. Boah, was ist denn hier los? Meine Stimme verlässt mich. Ja, es gibt jetzt einen Feuerkatzen-Rework sozusagen. Das Feuerkatzenhaus gab es ja schon lange und jetzt gibt es hier diese neue Variante. Das Feuerkätzchen. Das sieht mega aus, finde ich. Richtig süß. Würde ich gern holen, aber ich werde jetzt nicht da 7000 Kronen für ausgeben. Wir haben sogar drei Varianten. Wir haben das feurige Feuerkätzchen mit Wildfeuer. Dann haben wir eins mit einem Sonnenvogel. Und wir haben eins mit Feuer von oben. Feuerregen, Feuer von oben. Allerdings nur für 7 Pips. Also ja, sehr, sehr cool. Kann man sich ein bisschen aussuchen, was von denen man haben möchte. Ich glaube, ich würde am ehesten das feurige Feuerkätzchen nehmen. Weil die anderen mir jetzt zumindest nicht mehr so viel bringen würden. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht so hoch gelevelt ist, könnte man auch das mutige Feuerkätzchen nehmen und hätte dann so einen Zauber, der auf alle Gegner geht, der nicht so viele Pips kostet. Und den man auch praktisch permanent hat. Ne? Also auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich finde, es sieht wirklich super aus. Ich mag das ja, dass die neuen Haustiere auch alle so lebendig sind und sich auch so schön bewegen und so, weil wenn man sich mal die alte Feuerkatze anguckt, das ist ja wirklich bloß das Model von der Feuerkatze und ja, bewegt sich ein bisschen und das war's. Also, kann man nur empfehlen. Gremlins on the plains. This is a mad world wizard. But the question is, what do we do now? The Nimbari must be warned about the Admiral and his Kabbalist underlings. Oh, but you say there's a wounded Justicar nearby you need to check on. And a mysterious Nimbari woman who helped you find me. How intriguing. Okay, wizard, you head there. I'll tie up these defeated Kabbalists and meet you. Okay, ja, die Laufwege hier sind auch immer sehr weit. Das stört mich schon so ein bisschen. Machen wir erstmal diese Silbertruhe. Wir haben ja auch länger keine mehr gemacht. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Verdammt. Das wäre fast schief gegangen. 2, 3 und ich... Hilfe! 4 und ich brauche eine 5 und es kommt aber keine. Doch, da ist eine. Was kriegen wir hier? Goldene Perle, Mithril, Skarabäus. Ja, toll. Das war ja irgendwie nicht so krass. Aber gut. Dann fliegen wir mal schnurstracks zu Helenas Lager. Oh, stimmt. Vielleicht kommt ja jetzt der Dungeon, der da drin noch versteckt war. Da gab es ja noch einen. Wo ich eigentlich schon vermutet hatte, dass wir da früher reingehen, aber das war ja dann nicht so. Vielleicht müssen wir jetzt da rein. Boah, also wirklich, irgendwas ist heute hier los. Meine Stimme macht gerade nicht so mit, wie ich mir das vorstelle. Vor allem, ne, die ganze Zeit vor der Aufnahme überhaupt kein Problem und kaum starte ich das Video, geht es natürlich wieder los. Typisch. Und was auch typisch ist, ist, dass mich jetzt 5 Milliarden Leute auf Discord anschreiben. Ich kann aber jetzt nicht mehr antworten. Ja, toll. Egal. Helenas Lager, jetzt haben wir es gleich wieder erreicht. Sehr unscheinbar hier hinten in den Büschen versteckt. Level 140 ist auch nicht mehr weit weg, ne? Oh, strange wizard. Are you looking for our host? She's meditating in the next clearing.
Sie meditiert, ja, natürlich. Das ist ja überhaupt nicht, überhaupt nicht sass, jetzt hier reinzugehen. Müssen wir jetzt gegen sie kämpfen, oder was? Oh. Tatsächlich. You're back. I assume you noticed our patient has recovered. Did you find your friend? Oh, they did indeed, Madame. Moi! You! You! Wizard, you didn't tell me your new Nimbari friend was Spark's mother. Bring him down. Let's arrange a reunion. You travel with Spark? He's in Imperia? The one comfort I had all these years in exile was that he was safe, and you brought him back here? It's okay. He's still safe. He's in Nimbus now, with the Viceroy and Vanitas. You left him with Vanitas? You're in league with Vanitas? I was wrong to help you, and now I will correct that mistake. Okay, was geht hier bitte schön ab? Wir wussten das doch nicht. Egal. Machen wir sie mal kurz fertig. Sie ist ja kein Boss, sondern nur ein Elite-Gegner, in Anführungsstrichen. Oh, trotzdem hat sie Schattenmagie. Okay, krass. Dann versuchen wir das mal hier über die Bühne zu bringen. Berserker. Okay, sie ist jetzt wirklich in Rage. Plus 72%. Plus 30%. Und noch durchstechen. Und minus 80% Mythos. Und noch eine Falle. Was zum Geier geht hier ab? Alter, ist sie noch ganz dicht? Was macht die da? Ja, unser Angriff ist geschwächt, wir kriegen keine Pips mehr und so weiter und so fort. Und sie geht jetzt gleich voll ab. Ja, diese Pip-Aura, die gibt es ja eigentlich nur bei diesem besonderen Stab von dem Kampfmagier-Aktionspaket, wo man die Möglichkeit hat, auf den Gegner eine Aura zu zaubern, wo er keine Pips mehr bekommt, also die, die wir jetzt gerade haben. Oder auf sich selbst eine Aura, die doppelte Pips gibt für 4 Runden. Das ist schon sehr, sehr krass. Ich wusste gar nicht mal, ob das auch für Schattenpips galt, aber ich glaube so, ich glaube schon. Und die geht hier voll ab. Ah, sie hat aber nicht mit Luna gerechnet. Jetzt muss ich gucken, dass ich diese Aura schnellstmöglich loswerde. Und da machen wir natürlich den Feuerkessel. Und ersetzen die damit. Ja, für solche Fälle lohnt sich dann der Feuerkessel doch. Wobei man natürlich sagen muss, dass ein Gegner eine Aura auf einen zaubert, ist schon sehr, sehr selten. Und Luna ist richtig gut dabei, das gefällt mir. Brauchen wir aber auch. Okay, ja, jetzt brauche ich eigentlich nur noch irgendeinen Angriff. Sie hat ja jetzt nicht unbedingt viele Leben. Hilfe. Jetzt hat sie eigentlich nicht mehr viel, was sie machen kann. Sie hat kaum noch Pips und ja. Das Mythos-Schild juckt uns jetzt auch nicht wirklich. Oder der Mythos-Schild. Lady Helena, please listen to me. We did as you asked. We took Spark and Ione away from Imperia. She's safe now, back at the Arcanum. But Spark volunteered to return to help in our mission to save the whole Spiral from Grandfather Spider and the Cabal. Cabal? You left my son with Vanitas and you expect me to believe you're fighting the Cabal? Don't you realize Vanitas is the Cabal? Please, what? Helena, wait. There's been a terrible misunderstanding. We had no idea. Oh oh. Ja, super. Wir haben also Schock genau
in der Basis der Feinde gelassen. Wir sollten, does this pig speak truly? Your Lady Helena, praetor of the Justicaria and lost wife to the traitor Karis? I am Lady Helena, but I am not lost. And Karis was no traitor. But he destroyed himself in an explosion, trying to sabotage our weapons. Our edict from Raven. It was by his example the Dark Cloud was founded. The Dark Cloud isn't real. It's a front for the Cabal. For Vanitas, apparently. They're scaring the Numbari. Diese Aussprache bringt mich noch irgendwann um. Vanitas, you say? Vanitas. My temper was suspicious of him, too. A mere technologist having such influence on the Viceroy is not normal. And those suspicions, foolishly voiced, are what got your squad sent into that ambush. To challenge Vanitas is to lose. Believe me, I know. Mine is a hard story to tell, wizard. But perhaps it's time. It begins the day my husband, Karis, and his friend, Vanitas, first saw the spiral. They opened a small gateway in the ether, showing us the wonders beyond Imperia. Then, the Admiral came through, bringing those wonders to us. A stranger would have been deemed a shadow agent. So, the Admiral stayed our secret, as he brought knowledge for Karis and treasures for Vanitas. But then, he staged everything, didn't he? The explosion, the treason, all of it. So he could maintain his secret ties to this Admiral and this Cabal. That's why I gave my children to Pork to be taken safely away. Then I tried to fight back. I failed. I fled. And I learned to forget. But now, it's time. You remembered. It's time to strike back. For Nimbus, for Imperia, for your son. Perhaps you are right. Ui, 82.000 Erfahrungspunkte. Meine liebe Helena, könnte ich ein kleines Thumbnail von dir kriegen? Das wäre wunderbar. Sie sieht irgendwie nicht so glücklich aus. Gut, Dankeschön. Und jetzt auf nach Aerohafen, bevor wir hier noch Probleme kriegen. Schock ist also sozusagen genau bei den Kabalen. Das ist gar nicht gut. Oder bei der Kabale. Warum ist das alles so weit weg voneinander? Oh Mann. Das ist ja wie damals, wo man ständig zum Zyklopenweg laufen musste, wenn man nach Aquila wollte. Oh Gott. Heutzutage ist es ja nicht mehr so, weil da ja überall jetzt diese Teleporter stehen, sowohl in Wizard City selbst, also auf der Straße stehen welche. Im Zyklopenweg stehen, glaube ich, auch welche. Das ist jetzt alles ein bisschen besser gelöst. Finde ich auch gut, weil dieses Teleporter-System, was da später dazugekommen ist, wo ging denn das eigentlich los? Ich glaube, in Safaria ging das los. Das war schon echt praktisch. Und jetzt haben sie es ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob sie es nur in Wizard City das gemacht haben oder ob es es auch in Krokotopia und so gibt. Ich glaube sogar schon. Das ist schon echt praktisch. Da hinten sehen wir wenigstens... Ne, warte mal, ist das Aerohafen da hinten? Ja, sieht so aus. Irgendwie ist es aber ein bisschen seltsam dargestellt. Naja, egal. Fliegen wir mal schnurstracks hin. Gibt es eigentlich irgendwelche Events? Ich habe gar nicht geguckt jetzt. Tod-Dekathlon, okay. Und die Sommerglücksrolle ist immer noch da. Kommt ja dann auch bald die nächste. 20 Tage noch. Ui, 20 Tage, da kommt auch Starfield irgendwann dann mal raus. Was? It all started when that cow thing stormed into town. Red as a berry patch in summer and meaner than a hornet before breakfast. Never seen anything like it. Well, come to think of it, I used to have nightmares like this. But never you mind that. The bull and the bots have people pinned in their houses. You gotta help them, wizard. Und schon wieder Dungeons. Also jetzt merkt man schon, dass wir so ein bisschen Richtung Finale von dem Aerohafen gehen. Warte mal, da hinten, das Zeug würde ich gerne noch mitnehmen, bevor wir hier rein... Lass mich das Zeug holen. Alter, vierfach Etyrstaub. Nicht schlecht. Und schon wieder Schlüssel fangen.
Mit derselben Zahlenkombination. Oh Mann. Ja, Hilfe. Oh Gott, Gut, jetzt sollte ich vorsichtig sein. Weil das hier zu verlieren wäre schon echt peinlich. Gott, jetzt muss ich mich echt ein bisschen zusammenreißen. Ah. Achso, warte, eine 3 haben wir hier. Brauche ich noch eine 4? Da kommt aber gerade keine. In die Ecke drängen lassen sollte man sich nicht, weil man dann manchmal da nicht mehr rauskommt. 7? Ich brauche eine 5. Da ist eine. Uiuiuiui, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Okay. Oh, Agavensaft. Schön. Nehme ich. Nehme ich immer gerne. So. Just in time, Wizard. You saved these evil robots from a vicious dropkicking. Now hit them with fireballs or whatever. Ja, Feuerbälle passt ganz gut. Quark, muss ich ja sagen. Oh nee, die sind auch noch selber von der Feuerschule. Gut, dann Hauptkartenspiel und Massenprisma. Hier mal ganz schnell rein. Und dann machen wir die noch fertig. Also man merkt schon, dass wir jetzt so langsam gegen Finale von den Ero-Ebenen gehen, weil jetzt halt schon wirklich viele Dungeons und viele Kämpfe kommen. Haben die Windräder da in ihren Armen drin? Alles klar. So, jetzt können wir in der nächsten Runde auch gleich angreifen. Machen wir noch die Feuerklinge drauf und dann gibt es den Feuerdrache. Und dann sollte das hier erledigt sein. Und tschüss. Kritisch und weg mit euch. Und weg mit meiner Stimme anscheinend auch. Vor allem, ich trinke die ganze Zeit nebenbei was und es wird trotzdem nur minimal besser. Zack, und die Musik war weg. Zweites Ero-Zwerghaus. Da müssen wir jetzt wirklich hier jedes Haus einzeln abklappern. Sieht so aus. Wie viele gibt es denn hier noch? Warte mal. Wir können ja mal so ein bisschen gucken. Also hier ist noch ein Dungeon und da hinten ist auch noch einer. Auf der Seite ist bestimmt auch noch irgendwo einer. Ja, genau da hinten. Ja, also das ist auch eine interessante Möglichkeit, viele Straßenkämpfe hintereinander zu reihen, indem man einfach die ganze Zeit solche kleinen Mini-Dungeons macht. Nein, nicht schon wieder. Looks like a few of the worms slipped through your grasp, Wizard. Good. My squad deserves more personal payback. Ja, warum hilfst du? Ja, toll. Sie labert hier von wegen, ja, für Großmutter Rabe, aber sie hilft uns nicht. Das ist ja sehr nett. So, wir wissen ja, dass diese Finsterwolken auch eine Resistenz gegen Feuer haben. Deswegen machen wir auch jetzt hier mal das Prisma drauf. Dann sollten sie eigentlich danach jetzt gleich eine Eissteigerung kriegen.
Und diese Gegner hasse ich, ja, aber das ist ja bekannt. Okay, sie gehen beide erstmal auf irgendeine Aura. Rasender Stier, ja, aber ich glaube nicht, dass wir so lange hier jetzt warten werden, bis wir den Schattenpip bekommen. Stattdessen wird es bestimmt wieder in der nächsten Runde einen Feuerdrachen geben. Okay, Aura nochmal geändert. Das Wichtigste ist bloß, dass sie uns unsere Klinge nicht entfernen, weil das können die ja. Okay, ja, da ist er auch schon. Okay, anscheinend bringt das nichts. Die haben auch Eis widerstehen. Okay, das hat ja mal gar nichts gebracht. Also auch mit dem Prisma kann man nicht durch diese Resistenz durchkommen. Anscheinend haben die Verteidigung gegen alle Schulen. Das ist ja krass. Also das Einzige, was man dagegen machen kann, ist wirklich Schattenpeitsche oder halt viel durchstechen. Oder diese Aura. Unfehlbar, wie sie glaube ich heißt. Aber ich glaube, die habe ich nicht im Arsenal dabei. Also im Deck sowieso nicht, aber ich glaube auch nicht als Goldkarte oder so. Aber kann man die nicht im Bazar kaufen? Ich glaube schon. Ja, jetzt heilen die sich hier auch noch hoch. Läuft ja nicht so gut. Dann müssen wir wohl ein paar stärkere Geschütze hier auffahren. Das heißt, wir hauen jetzt noch schnell alle Klingen drauf, die wir draufhauen können. Und dann versuche ich mal mit dem rasenden Stier nochmal nachzuschlagen, sozusagen. Ja, ich meine, der Schaden, den sie kriegen, ist ja okay vom runden Zauber, aber viel ist es jetzt auch nicht. Kritisch, natürlich. Wie gesagt, ich hasse diese Gegner einfach. Die sind übelst fies, die halten viel aus und sie können Klingen vernichten. Was die auch gefühlt jede zweite Runde machen. Jetzt gerade haben wir Glück, aber wie lange das noch anhält, weiß ich auch nicht. Der Schattenpip ist schon mal da, sehr gut. Da müssen wir jetzt nur noch hoffen, dass wir unsere Klingen behalten dürfen und dann in der nächsten Runde schnell angreifen. Och nee. Ey, es war ja so klar, dass er das jetzt kurz vor meinem Angriff macht. Ja, toll. Wie viel Leben haben die jetzt noch? 1300. Ja, es könnte auch so reichen. Ja, okay. Gerade so reicht es aus. Bei dem aber wieder nicht, weil er irgendwie kritisch geblockt hat, obwohl es da nicht stand. Und er trifft auch noch. So langsam habe ich keine Lust mehr. Och, ich krieg nicht mal einen Superpip. Ist das euer Ernst? Ja gut, aber der Meteoriteneinschlag sollte ihn ja jetzt vernichten, ansonsten zweifle ich echt an der Realität. Na endlich. These fiends aren't going anywhere. And when we're done, they'll face Nimbari justice. I'll keep watch here, Wizard. You continue on.
Und das dritte Ero-Zwerghaus werden wir dann in der nächsten Folge angehen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin.